Hallo und herzlich willkommen zu Aufregende Dinge. Heutiges Thema: Nachmittagsprogramm. Hi, ich bin der Aufreger. Ich reg mich auf, damit ihr es nicht müsst. Ja, wisst ihr, auch ein hart arbeitender Halbgott wie ich braucht ab und zu mal Urlaub. Ja, und was macht man da, wenn man sich dann um 12:30 dann doch mal beschließt, aus dem Bett zu kriechen? Richtig, man pflanzt sich vor den Fernseher. Und genau hier nimmt das Elend seinen Lauf. Denn was bekommt man von unseren stinkreichen Privatsendern gezeigt? Immer denselben Scheiß. Ja? Gerichtsshows, Doku-Soaps und Telenovelas. Allein wenn ich diese drei Worte in Kombination höre, könnte ich irgendwas nehmen und gegen die Wand schmeißen. Kommen wir erstmal zu den Gerichtsshows. Mann, 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 was lassen sich diese Autoren immer für eine gequälte Scheiße einfallen? Ja? Miese Schauspieler, immer derselbe Ablauf, Zeugen, denen noch nicht mal meine Oma glauben würde. Ja? Hier mal ein kleines Beispiel. Also, fängt immer standardmäßig an, der Angeklagte wird vernommen. Nachdem der Angeklagte vernommen wurde, kommen die Zeugen. Nennen wir sie jetzt einfach mal so dran. Werden die vernommen? Dann, ganz plötzlich, aus dem Publikum oder irgendein unbekannter Zeuge gibt einen Tipp. Ja? Die Zeugen, die vorher vernommen wurden, knicken auf einmal alle ein. Irgendwer macht ein Geständnis. Fall gelöst. Aber immer schön zu wissen, dass es in dieser kurzlebigen Zeit auch Dinge gibt, die sich nicht ändern. Und wisst ihr was? Ich könnte kotzen! Wenn mal keine dieser unsäglichen Gerichtsshows läuft, wird man mit Doku-Soaps zugemüllt. Ja? Angeblich echte Fälle aus dem richtigen Leben, merkwürdigerweise immer mit schlechten Schauspielern besetzt. Gut. Hier mal ein kleines Beispiel von einem der mega spannenden Fälle. Ein wegen einem Hubbel auf der Nase kurz vor dem Suizid stehendes, vorpubertierendes 14-jähriges Mädchen wünscht sich nichts sehnlicher auf dieser Welt als eine Nasenkorrektur beim Schönheitschirurgen ihres Vertrauens. Aber der Vater sagt nein, dieser herzlose Barbar. Aber Gott sei Dank gibt's ja immer noch die Mutter. Ja, wird einfach die Mutter so lange belatschert, bis sie irgendwann klein beigibt. Gut, OP gut überstanden, Nase korrigiert, Happy End. Und sogar der Vater sieht endlich ein, was er doch für ein Riesenarsch war, seiner 14-jährigen Tochter eine Schönheits-OP zu verweigern. Falsche Message? Dasselbe Schema funktioniert natürlich auch mit so kleinen Titten. Mit dem Vorteil, dass man noch Titten zu Gesicht bekommt. Titten! Und wenn weder Gerichtsshows noch Doku-Soaps laufen, was soll man sich dann bitte angucken? Telenovelas natürlich, klar. Und auch hier zeichnet sich dieses immer gleiche Schema ab. Hässliches Mädchen, also gut, eigentlich eine hübsche Schauspielerin mit einem Kassengestell und fettischen Haaren, will ein neues Leben anfangen und den neuen Chef direkt ins Bett kriegen, der natürlich auch die große Liebe ist. Also irgendwie zeichnet sich da so langsam für mich ein Muster ab. Ja? Diese Privatsender, diese geldgeilen Privatsender, die versuchen uns zu verdummen. Ja, die machen die ganzen Zuschauer dumm, damit sie diese Scheißsendung noch billiger und noch blöder produzieren können, um mehr Geld zu verdienen. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Egal was und egal wie, ich tue was dagegen. Denkt immer dran, ich bin der Aufreger. Ich reg mich auf, damit ihr es nicht müsst. So. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss mich ums Abendprogramm kümmern. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Galileo. Schnauze!